Moin und hallo zu Hamburg, der Tag. Es ist Dienstag, der 5. März und wir blicken natürlich wieder zurück auf alles, was heute bei uns in der Hansestadt passiert ist und auf alles, worüber Hamburg im Moment redet. Ja, und das hier sind unsere wichtigsten Themen heute. Neue Station rund um das Berliner Tor soll es grüner werden. Neue Brücke, Abrissvorarbeiten für die S-Bahn-Station Sternschanze. Neue Hoffnung. Das spricht noch für den HSV-Aufstieg. Ja, und wir beginnen natürlich mit unserem Thema des Tages. Schon im Jahr 2020 hat Hamburg die Erarbeitung eines Rahmenplans für das Berliner Tor angestoßen. Alles soll schöner und grüner werden, und zwar mit einer großflächigen Neuplanung. Die Umsetzung wird in den nächsten Jahren erfolgen, und das in kleinen Schritten. Etwa 170.000 Menschen steigen hier täglich ein und aus. Das Berliner Tor ist einer der Verkehrsknotenpunkte in Hamburg, und das sieht man. Viel Straße, wenig Grün. Der Senat hat heute einen Rahmenplan vorgestellt, um das 50 Hektar große Gebiet rund um den Bahnhof in Zukunft attraktiver zu machen. Das Luftbild zeigt ganz deutlich, dass wir große Verkehrsachsen haben, die ein Zusammenspiel der Quartiere, die an diesen Ort grenzen, das sind St. Georg, Borgfelde und Hammerbrook, und diese Barrieren machen ein Zusammenspiel eigentlich fast unmöglich. Wir sehen aber auch große Grünflächen, die hier eine Kraft entfalten können, wenn sie als verbindend geplant und ausgearbeitet werden. Wie das einmal aussehen könnte, zeigt Oberbaudirektor Franz Josef Höhing. Also es geht auch darum, diese Grünzüge, die es dort gibt und die dort irgendwie enden, auch ein bisschen auslaufen, miteinander zu verknüpfen und trotzdem ganz mutig diese Verkehrsinfrastruktur auch zu qualifizieren und links und rechts dieser auch lauten Trassen zu schauen, gibt es da noch ein bauliches Entwicklungspotenzial, kann man da möglicherweise sogar wohnen, auch wenn vielleicht im ersten Anlauf die Fantasie da ein bisschen sozusagen aussetzt, an diesen lauten Orten das zu organisieren. Es sind eben alles erstmal nur Ideen. Ein großes Ziel ist eine bessere Orientierung, vor allem rund um den Bahnhof. Aktuell fällt er kaum auf, vor allem hinter der großen Baustelle auf dem Berliner Tordamm. Später könnte es hier so aussehen. Auch auf der Südseite soll ein neuer Platz mit Radstationen und schnellen Umsteigemöglichkeiten entstehen. Die Straßenzüge beim Strohhause und Berliner Tordamm sollen grüner werden. Hier und in den Bereichen Nordkanalstraße, Spaldingstraße und Ankelmannplatz sollen Fuß- und Radverkehr ausgebaut und das breite Straßennetz reduziert werden. Genaue Kosten und Zeitpläne gibt es noch nicht. Der nächste Schritt sind dann die Baupläne. Ein Bericht von Annika Pentin. Auch 4 Tage nach der Beerdigung des Kreml-Kritikers Alexei Nawalny trauert Hamburg weiter um den russischen Oppositionellen. An der Rathausschleuse sind Blumen und Beileidsbekundungen niedergelegt worden. We won't forget, we won't forgive steht dort unter anderem geschrieben. Nach dem Tod des Putin-Gegners sind vor dem seit Jahresbeginn geschlossenen Generalkonsulat der Russischen Föderation ebenfalls Blumen niedergelegt worden. Diese wurden allerdings kurz darauf entfernt, mutmaßlich von Mitarbeitern des ehemaligen Konsulats. Ja, und damit kommen wir zu weiteren Meldungen aus unserer Stadt im Nachrichtenüberblick. Seit Januar 2024 sind die bauvorbereitenden Arbeiten für den Abriss und Neubau der Schanzenbrücke an der S-Bahn-Station Sternschanze intensiviert worden. Um Platz für die späteren Bauarbeiten zu schaffen, sollen bis September Voraussetzungen geschaffen werden, dass vorhandene Kabel und Leitungen unter der Brücke umverlegt werden können. Seit dem 3. März bis voraussichtlich 1. September ist die Durchfahrt für den Autoverkehr in Richtung Norden wieder möglich. Der Fuß- und Radverkehr ist von den Sperrungen nicht betroffen. Ende dieses Jahres sollen die Arbeiten zur Erneuerung der Brücke beginnen. Aktuell wird im Sommer 2026 mit der Inbetriebnahme der neuen Brücke gerechnet. Neuer Weg im Altonaer Volkspark. Zwischen dem Bauernhaus und der A7 ist ein rund 450 Meter langer Abschnitt der asphaltierten Nansenstraße entsiegelt worden. Laut Bezirksamt Altona ist ein Grundstück am Ende der Nansenstraße in den Park integriert worden. Auch der asphaltierte Parkplatz am Bauernhaus wurde mit Rasenfugenpflaster entsiegelt und ein neuer, vom Pkw-Verkehr getrennter Fußweg verbindet nun die Volksparkachse mit der Waldbühne. Die Umbaumaßnahmen von 700.000 Euro erfolgten mit Mitteln aus dem Vertrag Hamburgs Stadtgrün. Erneuter Streik an Flughäfen. Die Gewerkschaft Verdi hat zum wiederholten Mal die Mitarbeiter des Lufthansa-Bodenpersonals zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Von Donnerstagmorgen 4 Uhr bis Samstagmorgen 7.10 Uhr soll gestreikt werden. Aufgrund des Ausstandes sei nach Angaben des Hamburger Flughafens mit Flugausfällen zu rechnen.
Da zeitgleich auch die GDL zum Bahnstreik aufgerufen hat, sei zudem die Anreise zum Flughafen mit der S-Bahn erheblich beeinträchtigt. Passagiere werden gebeten, auf andere Anreisemöglichkeiten umzusteigen und sich im Vorfeld bezüglich möglicher Flugausfälle an ihre Airline zu wenden. Hamburg ist die Hochburg der Essstörungen. Das geht aus einer Studie der Barmer hervor. Demnach wurde im Jahr 2021 bei 636 pro 100.000 Einwohnern eine Essstörung wie Bulimie, Magersucht oder Essattacken diagnostiziert. Bundesweit liegt der Schnitt mit 430 Diagnosen pro 100.000 Einwohner deutlich niedriger. Frauen sind dabei rund 5-mal häufiger von Essstörungen betroffen als Männer. Aufgrund von Hemmschwellen bei Männern sei jedoch von einer hohen Dunkelziffer auszugehen. Da die Gründe für Essstörungen individuell und vielfältig sind, ist eine frühzeitige Erkennung und Vorbeugung wichtig. Ja, und damit blicken wir auf die Blaulicht-News, also die wichtigsten Meldungen von Polizei und Feuerwehr. In der Nacht auf Dienstag ist eine per Haftbefehl gesuchte 36-jährige Frau am Hamburger Hauptbahnhof festgenommen worden. Sie war zuvor in einen lautstarken Streit mit einem Mann geraten. Als Bundespolizisten einschritten, reagierte sie aggressiv und schrie die Beamten an. Die überprüften die Personalien und stellten fest, dass die Frau per Haftbefehl gesucht wurde. Sie wurde im Februar wegen Diebstahls verurteilt. Nun kam sie für 20 Tage in Haft. Am Montagabend betraten zwei maskierte Männer einen Kiosk in Eimsbüttel, bedrohten den 44-jährigen Verkäufer mit einer Schusswaffe und einem Messer und forderten Bargeld. Als der Überfallene sich weigerte und stattdessen angab, die Polizei bereits verständigt zu haben, flüchteten die zwei in Richtung Eimsbüttler Chaussee. Eine Fahndung in der Nacht blieb ohne Erfolg. Nun bittet die Polizei um die Hilfe von Zeugen. Einer der Männer soll etwa 1,80 Meter groß, schlank und blauäugig gewesen sein. Er hatte einen weißen Plastikbeutel bei sich. Sein Komplize hatte eine schwarze Tasche über der Schulter. Beide waren komplett schwarz gekleidet. Wer Hinweise auf den Täter hat oder die Täter soll sich bei der Polizei melden. Am Montag hat ein Kaufhausdetektiv im Hamburger Hauptbahnhof einen Mann beim Diebstahl von mehreren Herrendüften beobachtet. Insgesamt im Wert von rund 400 Euro. Offenbar hatte der 21-Jährige versucht, die Düfte unter seiner Jacke zu verstecken. Er konnte bis zum Eintreffen der Bundespolizei festgehalten werden und wurde dann ins Revier gebracht. Dort stellte sich heraus, dass der junge Mann auch wegen Eigentums-, Körperverletzungs- und Betäubungsmitteldelikten Polizei bekannt war. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Er wurde der Untersuchungshaft zugeführt. Die Ermittlungen dauern an. Ja, nun kommen wir noch zu einem sportlichen Thema. In Deutschland gehen nach Ergebnissen einer Umfrage von 2022 rund ein Viertel der Bevölkerung regelmäßig joggen. Auch Hamburg lädt mit diversen Strecken zum Laufen ein. Mein Kollege Kevin Kaschner hat am Wochenende einen Läufer bei einem Meilenstein begleitet. Ulrich Liebnau auf seiner Runde um den Krupunder See. Seit 1981 läuft der 85-Jährige fast täglich diese Strecke. Dabei umrundet er den See mehrmals. Seine Familie errechnete in mühsamer Arbeit die genaue Anzahl basierend auf seinem Training. Am Samstag erreichte Ulrich Liebnau dann einen wahren Meilenstein. Die 25.000. Runde um den Krupunder See. Ich bin zwar auf Marathon, habe ich trainiert, aber hier die 25.000. Runde hätte ich nicht erwartet. Es war auch eine Phase so, dass mir dieses Laufen um den See mit 1,2 Kilometern einfach zu langweilig war. Und dann habe ich mir eine Runde ausgesucht nach Waldenau. Das war dann so eine Strecke von 18 Kilometern. Und die bin ich dann so 4-5 Mal in der Woche gelaufen, also in der Hochphase des Marathontrainings. Für das Erreichen der 25.000er-Marke kamen Freunde und Familie zusammen. Gemeinsam ging es auf die feierliche Runde um den Krupunder See. Für Ulrich Liebnau ein besonderes Erlebnis. Für ihn ist das Laufen mehr als nur Sport. Für mich ist Laufen wie eine Medizin. Ich sage häufig, ich muss jetzt wieder zu Frau Dr. Krupunder, weil wenn ich ein Wehwehchen habe irgendwo und ich fange an zu laufen, dann denke ich die ersten 300 Meter, oh Gott, Alter, was machst du hier? Und nach drei Runden bin ich wieder fit und komme nach Hause und bin happy. Und heute natürlich, mit dem, wenn man hier gucken würde, was alles hier hinter uns ist, das Publikum, dann ist das schon ein besonderer Tag. Ne? Also auch eine besondere Runde. Nach Vollendung der Runde bekam er sogar noch einen Pokal als Erinnerung an seine Jubiläumsrunde. Die 25.000. Runde absolvierte er direkt am Sonntag. Soll als nächstes die 30.000. Runde in Angriff genommen werden? Das ist eine gute Frage.
Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Also ich finde auch, je älter ich werde, desto wichtiger ist es, in der Gegenwart zu leben, also jede Runde zu genießen und nicht zu denken, so viel musst du noch oder weißt du noch, wie du hast. Aufhören möchte er übrigens erst, wenn er nicht mehr laufen kann. Bis dahin dreht er weiter seine Runden um den Krupunder See. Ja, ziemlich beeindruckend auf jeden Fall. Und sportlich bleiben wir hier in der Sendung auch, und zwar im Sportteil mit meiner Kollegin Christina Tiedeitz. Christina, moin. Moin. Willkommen im Studio. Wir hatten uns gestern unterhalten über die ja ziemlich bittere Niederlage des HSV am Wochenende. Ja. Wie sieht es denn da aktuell aus, wenn wir auf die Tabelle schauen? Ja, der HSV ist immer noch Dritter in der Tabelle mit 41 Punkten. Kurz darüber liegt Kiel mit 43 Punkten. St. Pauli ist weiterhin Tabellenführer mit 48 Punkten. Aber kurz hinterm HSV mit 38 Punkten. Alle drei mit der gleichen Punktzahl liegen auch Hannover, Fürth und Paderborn. Also es ist alles eng beisammen da. Relativ eng oben, du sagst es schon an der Tabellenspitze. Jetzt ist es ja so, dass der HSV, ja leider muss man sagen, in den letzten Jahren immer wieder gezeigt hat, dass es im Frühjahr bergab gehen kann mit der Leistung. Ist die Gefahr da, dass das dieses Jahr wieder passiert? Ja, ich habe einmal geguckt, wo sie letztes Jahr zu dieser Zeit standen. Da standen sie auf Tabellenplatz 2. Ja, aber es hat ja am Ende auch nicht gereicht. Relegation, dann Aufstieg verpasst. In diesem Jahr, es sind noch viele Spieltage übrig, man muss jetzt nicht gleich so schwarz malen. Sie hätten einen wichtigen Schritt machen können am Wochenende, vor allem auch, weil die Konkurrenz nicht gepunktet hat. Ja, aber ein paar Punkte sprechen trotzdem für den HSV. Alle Jahre wieder. Es wird Frühling in der Hansestadt und der Hamburger SV lässt im Aufstiegsrennen wichtige Punkte liegen. Es ist ein Bild, was die leidgeplagten HSV-Fans nur zu gut kennen. Dabei sollte doch mit Steffen Baumgart alles besser werden. Das erste Spiel wurde gewonnen und der neue Coach beim Training am Volksparkstadion bejubelt. Doch ab Sonntag gegen 16 Uhr war schlagartig Schluss mit der guten Stimmung. Das Heimspiel gegen das Tabellenschlusslicht VfL Osnabrück ging mit 1:2 verloren. Auch die Konkurrenz ließ Punkte liegen und so hätten die Hamburger mit einem Heimsieg an Kiel vorbeiziehen können. Doch sie verpassten die Chance. Jetzt muss nicht alles in Frage gestellt werden. Hier kommen drei Gründe dafür, an den Hamburger SV zu glauben. Zum einen kommt Laszlo Benes zurück. Der Slowake kassierte im Heimspiel gegen Hannover eine rote Karte und wurde für 3 Spiele gesperrt. Nun darf der 26-Jährige wieder spielen und ist für die Partie am Freitag gegen Düsseldorf eine Alternative. Benes spielt beim Tabellendritten bisher seine beste Saison. 11 Mal traf er in 20 Spielen bereits für den HSV und bereitet 8 weitere Treffer vor. Vereinsrekord eingestellt. In jedem der letzten 30 Punktspiele haben die Rothosen saisonübergreifend getroffen und damit einen neuen Bestwert aufgestellt. Im April 2023 blieben die Hamburger letztmals ohne eigenen Treffer. Damals verloren sie mit 0:2 gegen Kaiserslautern. Viel Zeit zum Ärgern bleibt nicht. Am Freitag steht bereits die nächste Aufgabe an. Dann geht es gegen Fortuna Düsseldorf. Das Hinspiel konnten die Hamburger im Volksparkstadion mit 1:0 für sich entscheiden. Damals traf Benes vom Punkt zum Siegtreffer. Ja, also wir haben es gehört, Benes kommt zurück. Wie sieht das denn aus dann auf dem Platz? Wem könnte er möglicherweise den Platz streitig machen? Ja, es würde wohl Ludovic Reis treffen, der auch bei den letzten beiden Spielen nicht seine Normalform hatte. Er wurde auch bei beiden Spielen als Erster ausgewechselt. Ja, deswegen. Und Ferrei, den würde es wohl eher nicht treffen. Der hat auch nicht seine besten Spiele, aber er hat Einsatz gezeigt und würde dann Mittelfeldpartner von Benes werden. Du meintest vorhin schon, man soll jetzt nicht schwarz malen. Immerhin, der HSV ist auf Platz 3, Also zumindest Relegationsplatz. Aber wie sieht es denn aus? Wie wahrscheinlich hältst du es, dass der HSV aufsteigt diese Saison? Ja, ist schwer zu sagen. Muss man so ein bisschen so eine Glaskugel gucken. Aber es sind noch 10 Spieltage. Und zumindest Tosch Matuschka, also der Sky-Experte, glaubt noch an den HSV. Er glaubt vor allen Dingen an Baumgart. Er muss halt die Lockerheit zurück in die Mannschaft bringen, dass sie sich nicht zu viel Gedanken machen, wie war es die letzten Jahre, wie ist es, wenn wir es wieder vergeigen, sondern die Lockerheit muss zurück in die Mannschaft und dann werden sie auch Spiele gewinnen. Bisschen besser sieht die Situation beim FC St. Pauli aus, da hat man zwar auch verloren am Wochenende, aber ist mit etwas mehr Punkten Vorsprung auf Platz 1 aktuell. Du warst heute beim Training. Genau, das Wetter war sehr gut, es war frühlingshaft und was sonst noch so passiert ist, sehen wir jetzt. Bei bestem Wetter trainiert hinter mir der FC St. Pauli. Und was soll man sagen, die Köpfe sind wieder oben nach der bitteren 1:3 Niederlage gegen Schalke vom Freitag. Manch einer mag an die Saison 21/22 erinnert werden, wo der FC St. Pauli auch lange vorne lag, doch dann in den letzten Spielen
den Aufstieg verspielte. Doch in dieser Saison ist es anders. Es ist erst die zweite Niederlage für den Kiez-Club und das ist bestwert. Am zweitwenigsten Niederlagen hat Hannover und es sind 6, also ist deutlich mehr. Und beim St. Pauli stehen den 2 Niederlagen 13 Siege gegenüber. Sie führen mit 48 Punkten die Tabelle an und liegen 5 Punkte vom 2. Holstein Kiel. Auch diese Woche wurde hier an der Kollaustraße wieder hart trainiert, um am Sonntag im Millantor-Stadion gegen Hertha BSC die nächsten 3 Punkte zu holen. Und damit gebe ich zurück zu Benjamin ins Studio. Dankeschön, Christina. Du, man hat gerade gesehen, hinter dir war auf jeden Fall einiges los auf dem Platz. Wie war es denn um den Platz drumherum? Sind da viele Zuschauer dann bei so einem Training? Erstaunlicherweise waren schon einige Zuschauer vor Ort. Sie haben ja schon um 11.30 Uhr trainiert, also relativ früh. Aber es waren einige Zuschauer da, die sich spannend angeguckt haben, was da so auf dem Platz passiert. Wie sieht denn aktuell beim FC St. Pauli die personelle Lage aus? Ganz gut, aber es gab leider nach der Schreckensnachricht um Smith, hatten wir schon berichtet, dass er jetzt erstmal ausfällt. Jetzt auch, dass Afolayan, der auch letzten Spiele gut gespielt hat, auch Tore geschossen hat, jetzt auch ausfällt. Er hat sich eine Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen, wird auf jeden Fall am Sonntag gegen Hertha nicht mit dabei sein, gegen Nürnberg auch eher fraglich und dann ist ja erstmal Länderspielpause. Das ist schon eine Schreckensnachricht, aber gut ist, Amenido ist wieder fit und auch Simon Zoller ist jetzt gestern Vater geworden, das Baby ist da, also kann er sich jetzt auch wieder voll auf Fußball fokussieren und die Mannschaft unterstützen. Da habe ich schon rausgehört, am Sonntag geht es gegen Hertha BSC, genau, also gegen Berlin. Wie stehen die Chancen, wie schätzt du das ein? Eigentlich ist es schwer zu sagen, weil jeder kann jeden schlagen, haben wir letzten Wochenende gesehen. Aber es wird halt wieder ein Heimspiel sein. Es werden wieder viele Fans ins Millantor-Stadion kommen, den Kiez-Club unterstützen. Also denke ich, sind die Chancen relativ gut. Wir werden sehen, wie es dann läuft. Wir werden darüber berichten und ich bin gespannt. Das werden wir auf jeden Fall. Vielen Dank, Christina, an dieser Stelle. Du kannst gleich hier bleiben, denn wir haben gleich noch was zu klären. Aber erst einmal blicken wir natürlich auf das Wetter. Ja, heute war es ganz schön sonnig, genauso wie am Wochenende. Das gefällt mir ganz gut und ich hätte gerne noch etwas mehr davon. Was lässt sich da denn machen? Meteorologe Frank Böttcher, bitte. Was diesen Wunsch angeht, habe ich nun wahrlich gute Nachrichten und damit herzlich willkommen zu den Aussichten. Über Skandinavien hat sich ein kräftiges Hochdruckgebiet gebildet. Aus diesem strömt zwar kühle Luft zu uns nach Norddeutschland und in die Hansestadt. Dafür ist die Luft aber relativ trocken und bringt uns immer wieder Sonnenschein. Und auf genau diesen kann man sich dann ein bisschen freuen in den kommenden Tagen. Jetzt haben wir es erst einmal mit kalten Nächten zu tun. Die sind bei dieser Wetterlage natürlich dann auch dabei. Tiefste Temperaturen in der kommenden Nacht um den Gefrierpunkt herum. Verbreitet gibt es Bodenfrost und örtlich ein bisschen Frühnebel auf den Wiesen und Feldern. Der Tag beginnt dann aber schon mit einer Mischung aus viel Sonnenschein und ein paar lockeren Wolkenfeldern. So bleibt es auch im Tagesverlauf freundlich mit 4 Stunden Sonne, zwischendurch immer wieder mal ein paar Wolken. Die Tagestemperaturen erreichen höchste Werte von 8 Grad. Die sind einfach ein bisschen gedrückt durch den Nordostwind, aber für diese Jahreszeit ist es immer noch verhältnismäßig mild bei dieser Wetterlage, denn aus diesen kalten Hochdruckgebieten über Nordosteuropa kann eben auch normalerweise viel kälter Luft zu uns kommt. Tagestemperaturen am Donnerstag ebenfalls nahe der 10-Grad-Grenze, Nachtswerte um den Gefrierpunkt, 4 Stunden Sonnenschein am Donnerstag und am Freitag gibt es da derer sogar 9. Also ein richtig freundlicher Tag, dazu Tagestemperaturen von 10 Grad. Wenig geänderte Temperaturen dann auch in den Folgetagen, Tageswerte bei 10 Grad, Nachtwerte um den Gefrierpunkt herum und tagsüber gibt es immer wieder Sonnenschein, am Samstag sogar 8 Stunden lang, am Sonntag sind es 6 Stunden, also insgesamt ein freundliches Wochenende. Mit den Aussichten wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und kommen Sie gut durch die Nacht. Vielen Dank, Frank. Das sah relativ kalt aus in der Nacht, aber zumindest am Tag. Der ein oder andere Sonnenschein, den habe ich mir ja gewünscht, denn es ist immerhin Frühlingsanfang. Und wir haben gestern schon ein bisschen darüber gesprochen. Es ging um Sonne, um Vitamin D und heute wollen wir sozusagen anschließen an das Ganze und über Frühling reden, über den Frühlingsbeginn. Und da frage ich mich doch, wann ist überhaupt Frühlingsbeginn? Das ist eine sehr gute Frage. Meteorologisch war es sogar schon am 1. März, also liegt schon hinter uns. Aber astronomisch ist es, wenn die Tag- und Nachtgleiche ist. Also wenn der Tag und die Nacht genau gleich lang sind. Das ist dieses Jahr am 20. März so. Und dann gibt es auch noch den phänologischen Kalender. Da richtet es sich nach den Pflanzen. Da gibt es verschiedene Frühlingsarten. Es gibt den Vorfrühling, das ist dann, wenn zum Beispiel die Schneeglöckchen blühen. Den
Erstfrühling, wenn zum Beispiel dann die Obstbäume langsam anfangen zu blühen, die Kirsche, was man ja auch kennt, diese schönen großen Bäume. Und dann der Vollfrühling, wo dann die Apfelbäume blühen und der Flieder und die Kastanien. Das ist sehr schön. Und wir haben uns einmal umgehört zum Frühling, denn natürlich mit dem Blühen der Natur kommt natürlich auch Frühlingsgefühle an bei vielen. Und da haben wir uns einmal umgehört auf Hamburgs Straßen, ob man denn schon in Frühlingsstimmung ist. Am Wochenende war ich schon spazieren und ja, heute scheint die Sonne noch und diese Woche soll eigentlich die ganze Woche die Sonne scheinen. Die Freude ist sehr groß natürlich. Frühling ist schon eine sehr schöne Jahreszeit. Ich bin noch nicht ganz richtig in Frühlingsstimmung, weil wenn die Sonne weg ist, ist es halt immer noch relativ kalt. Nach dem langen, regenreichen Winter kann man wieder die Blumen auf den Balkon stellen und die Sonne genießen und ein bisschen positiver denken. Das Wetter ist noch ein bisschen kühl, ansonsten die Sonne lockt schon, ne? Aber es müsste noch ein bisschen wärmer werden. Wobei ich habe gelesen, nächste Woche soll es so richtig kalt werden. Ich werde lebendiger, unternehmungslustiger, ja, und freudiger an der Natur. Ja, also der ein oder andere ist zumindest schon in Frühlingsstimmung, das ist ja auch ganz schön. Und ja, zum Frühling gehört auch dazu, dass die Zugvögel zurückkommen. Das passiert in der Regel zwischen März und Mai, also eigentlich genau im meteorologischen Frühling, kommen die Vögel zurück aus dem Süden und auch die Störche kommen zurück nach Hamburg. Und es gibt vom NABU eine Live-Karte, da sind einige Störche, insgesamt 6 Stück sozusagen geortet worden. Und da können wir einmal hinschauen, hier sind wir in Hamburg, und wenn man dann rauszoomt, sieht man eigentlich ganz schön, wo die überall lang fliegen. Ein Teil fliegt über Frankreich nach Spanien oder sogar bis runter nach Mali. Der Rest fliegt über die Balkanroute, also auch da in Ägypten einige Störche und im Sudan. Also die Störche können im Sudan Urlaub machen. Menschen empfiehlt man das ja eher nicht. Hier sieht man es ganz schön, dass die Störche da eben ganz viel rumfliegen. Und das sind eben die Hamburger Störche, also Störche, die vom NABU von Hamburg aus mit einem Tracker getrackt wurden. Und wenn man dann ein bisschen nachschaut, sieht man hier zum Beispiel den Storch. Wie heißt er denn? Storch Jan. Der hat in Ägypten überwintert und war jetzt eben zuletzt hier über der Slowakei, kurz vor der Grenze von Polen. Also demnächst wieder bei uns in der Hansestadt. Und wenn man einmal nach Hamburg schaut, in die Vier- und Marschlande, wo ja viele Störche leben. Bei uns sieht man, der ein oder andere ist auch zurück, beispielsweise Storch Alexander. Ja, Alexander kam bereits Mitte Februar wieder zurück nach Hamburg und er war im Urlaub in Madrid, ist eine Route geflogen von 1900 Kilometern und das in 19 Tagen, also schon ziemlich beeindruckend. Noch beeindruckender fand ich die Info, seine höchste Tagesleistung waren 541 Kilometer. Also das für einen Tag schon wirklich ganz ordentlich. Sehr beeindruckend. Jetzt muss man sagen, wenn man sich diese Karte anschaut, die kann man online finden, also beim NABU ist, finde ich persönlich, echt ganz spannend, wo die Störche eben langfliegen. Und man darf sich nicht erschrecken, denn die ein oder anderen Störche haben das letztes Jahr irgendwann gesendet. Das bedeutet nicht, dass denen was passiert ist, das sind technische Fehler, hat der NABU gesagt. Das kann also gelegentlich mal passieren, das ist auch in der Vergangenheit schon passiert. Und in der Regel ist es so, dass nach längerer Funkstille die Störche dann eben irgendwann doch wieder Signal haben und doch wieder senden. Sorgen muss man sich also nicht machen. In Hamburg gibt es auch relativ viele Störche, das habe ich einmal rausgesucht. Letztes Jahr gab es einen richtigen Babyboom bei den Störchen sozusagen. Da haben 40 Brutpaare zusammen 98 Störche aufgezogen und 6 weitere Störche wurden von einem Storchenbetreuer aufgenommen. Also über 100 Jungstörche in Hamburg im letzten Jahr. Deutlich mehr als im Jahr davor, 2022, waren es 30 Paare und 61 Jungtiere. Insgesamt ist das aber schon, da sieht man auch schon einen auf seinem Horst, das ist schon beeindruckend für eine Großstadt. Das sind schon im Vergleich ziemlich viele Störche, die hier in Hamburg leben. Leider kommt es aber, gerade wenn man hier die Nester sieht, immer wieder da zu Problemen. Denn in der Regel ist es so, dass die Störche, nachdem sie in ihrem Urlaub sozusagen waren im Süden, zurückkommen und zu ihrem Horst, ihrem Nest zurückkehren. Aber wenn die Nachzüglerstörche, die dann etwas später kommen, dann eben dasselbe Nest besetzen wollen, dann wird um das Nest gekämpft und solche Kämpfe können leider auch tödlich enden. Hm. Ja, genau. Das, was ich zu Störchen rausgesucht habe. Sehr schön. Woran man vielleicht auch denkt, wenn man über Störche nachdenkt, dass sie die Babys bringen. Zumindest wird das ja häufig Kindern erzählt. Und wir haben mal versucht herauszufinden, woher eigentlich diese Geschichte kommt, dass die Störche die Kinder bringen. Es gibt verschiedene Aussagen, wieso es sein könnte, aber es ist schwer zu sagen, woher dieser Mythos wirklich herkommt. Zum einen wird gesagt, der Storch kommt im Frühling zurück aus dem Süden
Und die Natur erwacht dann ja neu zum Leben. Und ja, das neue Leben bringt sozusagen der Storch. Also er bringt das neue Leben, das Kind zum Beispiel. Es gibt eine andere Aussage, die sagt, in Fabeln heißt der Storch Adebar. Und das setzt sich zusammen aus Auda, das steht für Glück, und Bar für Bring. Also er bringt das Glück, er bringt das Kind. Auch schön. Auch schön. Eine andere, etwas finde ich an den Haaren herbeigezogen, aber Störche essen Frösche und Frösche gelten als im Mittelalter als Symbol der Fruchtbarkeit. Und noch eine Sache, Störche stehen gerne im Wasser, Wasser, Fruchtwasser, aber das ist auch... Wasser, Fruchtwasser, das ist sehr weit hergeholt. Eine sehr weit hergeholte Geschichte, aber es ist auf jeden Fall interessant. Ja, man kennt das auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, das wurde früher auch mehr erzählt als heutzutage. Heutzutage ist das ja nur so, keine Ahnung, in Filmen, in Disney-Filmen ist das ja klassisch, keine Ahnung, bei Dumbo. Ja. Der kommt zum Beispiel mit dem Storch, glaube ich. Und heutzutage ist man da ja schon etwas aufgeklärter. Das kommt wahrscheinlich vor allem aus dem, ja, weiß ich nicht, Mittelalter oder jedenfalls aus der früheren Zeit, wo man über solche Themen noch nicht so gesprochen hat. Ja. Und beim Thema Sexualität, Sexualtrieb bleiben wir auch gleich, denn auch der steigt im Frühling nachweislich. Denn je mehr, ja, je höher die Sonnenstunden sind am Tag, desto mehr wird das Glückshormon Serotonin produziert vom Körper. Und das steigert eben auch die Lust auf Sex. Und das führt eben dazu, dass man dann mehr Lust hat. Die Suche nach einem Partner oder einer Partnerin wird aufgenommen. Das ist etwas, was man im Tierreich ja... Ja, gerne im Tierreich war es mir auch bekannt. Richtig, da kennt man das. Klassisches Balzverhalten. Ja. Aber das ist eben auch bei Menschen zu beobachten und kein Zufall, sondern eben naturbedingt. So. Und tatsächlich gibt es aber auch Menschen, also einerseits Menschen, die im Frühling sehr glücklich werden, weil mehr Sonne, längere Tage, etc. Aber es gibt auch Menschen, bei denen eine Frühjahrsmüdigkeit einsetzt. Mhm. Die fühlen sich dann, ja, das ist sozusagen das gegenteilige Phänomen, die fühlen sich dann matt und schwach im Frühling. Ich weiß nicht, wie geht's dir denn? Bist du eher der aufgeweckte Frühlingsmensch oder der schläfrige? Eher der Aufgeweckte. Ja. Also ich hatte heute echt gute Laune, wo ich geguckt habe, die Sonne scheint. Ich habe mich gefreut, zur Arbeit zu gehen. Ich fand es cool, dass ich zum Training gehen konnte. Eher der Aufgeweckte. Und bei dir? Bei mir auch, da kann ich mich anschließen. Ich habe auch am Wochenende, ich glaube, das habe ich gestern schon kurz erzählt, war ich im Stadtpark. Ja. Und da einfach nur lang zu spazieren und diese Sonne zu genießen, das ist fantastisch, wirklich. Ja. Ich bin eher so jemand, der so, wie sagt man, Winterdepressionen hat. Ja, bei mir auch, ja. Und dann kommt man eben im Frühling, kommt dann wieder ein Hoch sozusagen. Und ich hoffe natürlich, das haben Sie auch. Wir haben es auf jeden Fall. Ja. Und ich hoffe, das wird dann auch so bleiben in den kommenden Tagen. Vielen Dank, Christina. Vielen Dank dir. Dass du hier warst, um mit mir über Frühling zu reden und über den Sport. Und natürlich auch vielen Dank an Sie fürs Zuschauen bei der heutigen Sendung von Hamburg der Tag. Wir sehen uns morgen wieder am Mittwoch. Bis dahin.